Niemand konnte glauben, dass in 2012 so ein Haus gefunden worden ist. Berlin-Mitte. Das Haus atmet, das Haus erzählt mir Geschichten. Das ist Berlin. Und das ist Berlin. Ja, das war mein Weg 2008 an einem Novemberabend, 19 Uhr. Meine große Tochter wollte eigentlich schwimmen gehen und irgendwie ging von Geisterhand die Tür auf und es zog mich auf diesen dunklen Hof und der war voller Müll und voller Dreck und alter Autos und das Haus war wie heute noch damals zugemauert und eigentlich hat man gar nichts richtig gesehen und trotzdem war ich irgendwie von einer Sekunde zur anderen in Liebe. Hab dann eine Weile recherchiert, bin dann 10 Tage später mit Hilfe des Hausmeisters dann in diese Räumlichkeiten gekommen und hab dann das Haus voller 30 Tonnen Müll gesehen. Hier wohnten mindestens 300 Tauben, 25 Jahre unbehelligt. Wir hatten 50 cm Taubenscheiße drin. Das war natürlich ein Schock und ich hatte nur eine kleine Lampe und hatte das Ausmaß der eingestürzten Decken und des ganzen Drecks so noch gar nicht gesehen, als was wir dann später mit Scheinwerfern hier rein sind. Ja. Meine Liebe war aber trotzdem ungebrochen. Vom ersten Moment. So sah der Theatersaal aus, als ich ihn das erste Mal entdeckt habe. Und das, was da so silber scheint, ist nicht Photoshop, sondern Taubenscheiße. Und so sah der Theatersaal aus 1905. Die goldenen 20er Jahre. Das ist natürlich für Berlin und fürs Ausland immer noch so eine Zeit, die man gerne vielleicht auch wieder zurück hätte. Weil eben Berlin der Mittelpunkt Europas in dem Sinne war. Und man ist hier ausgegangen. Ich glaube, jeden Abend gab es hier viel Spaß. Da drüben war der Park. Und man ist dann über den Park lustwandeln hier raufgekommen, man konnte sich draußen hinsetzen, so im Biergarten, wie wir das beide kennen, und konnte auch tagsüber hier schon Bier trinken. Dann war es eine Location, das hieß mal Fritz Schmidts Restaurant und Festsäle, war uns ein bisschen lang. Zweitens können wir das und dürfen wir das auch nicht mehr machen und nennen es jetzt Secret Garden. Secret, weil versteckt und Garten wegen der Gartenstraße. Und wollten natürlich auch ein Grundstück hier mitten in der Mitte erhalten, was diesem Garten auch gerecht wird. Das ist eine Postkarte eigentlich. Gruß aus Fritz Schmidts Restaurant und Festsäle. Was wir wissen ist, dass das Haus ab 1934 für Propaganda, für Weiterbildung, Luftschutzwarte, Gasmaskenhandhabung und genutzt worden ist. Und deshalb gehen wir davon aus, dass 1934/33 hier Schluss war. Der Ostberliner Senat hat natürlich diese Häuser so behandelt, wie er sie behandelt hat. Er wollte kein Geld reinstecken. Und niemand wusste ja auch, was es war. Weil nach 1945, wie uns berichtet worden ist, sind die Leute hier rein, haben den Fußboden rausgerissen, haben die Stühle verheizt. Es kam der strenge Winter nach dem Krieg. Die Leute haben hier alles rausgeklaut, was man rausklauen konnte und zu Geld machen konnte oder verheizen konnte. Die haben hier einfach ein Loch reingeschnitten, einen Flaschenaufzug und dann hat die Werkstatt einfach mal ohne Statik, ohne was, angefangen, die Lasten nach oben zu bringen. So, und so ist natürlich vieles kaputt gemacht worden. Die DDR hat es übernommen und hat es für ein Appel und ein Ei einfach vermietet an der Werkstatt. Und die waren hier 40 Jahre drin. Und niemand hatte Interesse daran, so ein Haus irgendwie zu erhalten. Und dann, wie gesagt, seit 2012 sind wir jetzt da dran. Wir haben das große Glück, dass wir das Arbeitsteam aus dem neuen Museum, die das gemacht haben, hier gewinnen konnten und auch preislich so gewinnen konnten, dass wir es bezahlen können. Und die tragen jetzt Schicht für Schicht ab, dass wir auf die Grundmauern kommen. Und somit sehen Sie den Schriftzug jetzt Aufgang zum Restaurant und Vereinszimmern. Natürlich jetzt hier im Original, was vorher überhaupt nicht zu sehen war. Das ist alles noch original. Ja, auch das hier, das alte Treppengeländer. Normalerweise zu DDR-Zeiten hat so ein Ding immer gefehlt. Weil jeder hat es gebraucht. Hinter jedem Hohlraum ist eine Spritze angelegt worden und ist dahinter verfüllt worden. Risse sind jetzt zart hier wieder zugemacht worden. Der Kollege arbeitet jetzt gerade an den restlichen Stuckelementen, die da oben sind, sodass natürlich ein späterer Nutzer mit dem Gefühl arbeiten kann, aber ihm auch nichts entgegenfällt. Und hier eine Kombination zu finden zwischen alt und neu, was lässt man, was lässt man nicht, wie weit geht man in die Farbe, das ist sicherlich schon was ganz, ganz Spannendes. Und jetzt haben wir das große Glück, auch mit dem Denkmalschutz in Berlin super abgesprochen, dass wir die Fenster jetzt auf Null runterziehen können. Und wir sind jetzt alle total aufgeregt, wenn nach 45 Jahren das erste Mal wieder Sonnenlicht in diesen Raum kommt. Und in den nächsten Tagen wird das Dach abgenommen und dann kommen die neuen Spezialträger drüber. Und wir haben es hingekriegt,
dass wir keine Stützen von unten brauchen, obwohl wir 300 Quadratmeter oben neu draufbringen. Wenn wir manchmal ein bisschen mehr nachdenken und mal ein bisschen Schweiß ausgeben, sind auch immer Lösungen möglich. Wir müssen nicht immer das machen, was wir schon 20 Jahre irgendwie gemacht haben. Da muss man natürlich einen ganz speziellen Mieter finden, als wenn man es jetzt hier so einfach abgesägt hätte. Das wäre einfacher gewesen, hier einfach Wohnungen draus zu machen. Hier sehen Sie mal eine Idee von uns, mal im Dunkel gehalten, wie so ein Meeting Point. Große Tafel mit Stühlen, einer anderen Belichtung, wie man es eben auch zukünftig verschiedenartig nutzen kann. Wir haben natürlich eine riesen Start-up-Szene in Berlin. Wir haben immer mehr Modeleute, die nach Berlin kommen, Kreative. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre mir am liebsten Bruce Springsteen, weil dann könnte der mir noch Gitarre spielen beibringen. Bei so einem Projekt, was Sie in 2008 finden, ist dann in 2011 kaufen dürfen, da sind schon mal locker 3 Jahre, dann brauchten wir hier 2 Jahre für eine Baugenehmigung. Dann haben wir ja noch 1000 andere Dinge zu tun. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich alleine oder wie auch als Team hier zurückkomme in das Haus, wir gehen irgendwie verändert hier wieder raus. Wenn wir hier rauskommen, haben wir alle gute Laune. Auch wenn wir den Müll und Dreck gesehen haben, auch wenn wir das Bauvorhaben hier sehen und ich auch die Kosten kenne. Und trotzdem habe ich immer wieder ein gutes Gefühl und sage, es ist ein Teil von uns. Und so behandeln wir es, glaube ich, auch.